Ja, ich bin nackt. Das ist nicht, wonach es aussieht. Ja, ich kann das erklären. Beruhigt euch, beruhigt euch. Ich wollte gerade ein schönes, schäumiges Bad nehmen und bin hier gerade so rumgelaufen. Ich habe es jetzt schon angemacht überhaupt. Ich weiß gar nicht so. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich die Badewanne schon angemacht habe oder nicht. Jedenfalls bin ich hier gerade so um die Uhr gelaufen, um die Uhr bin ich gelaufen und habe dann gesehen, dass die Ecke 8 Uhr zeigt. Ich bin um die Ecke gelaufen und habe gesehen, dass die Uhr. Und habe gesehen, dass die Uhr auf 8 steht und dachte mir dann so, nachdem Julian um 18 Uhr heute die Analyse nicht hochgeladen hat, muss er sie doch jetzt um 20 Uhr hochladen. Lange Rede, langer Sinn. Wir kommen zu der Analyse von Grinchill versus Trino. Ich bin gespannt. Na, bei meiner Analyse war Trino weiter von den Punkten her. Der hat mehr Punkte von mir bekommen. Ich habe danach allerdings mir beide Runden nochmal reingezogen und habe in der darauf folgenden Analyse so ganz kurz nur gesagt, dass meiner Meinung nach doch der Sieger Grinch Hill ist. Also Grinch Hill hat auf jeden Fall in Sachen Punchlines zu seiner letzten Runde, zu seiner jetzt vorletzten Runde ordentlich was draufgehauen. Und ich fand wirklich, dass er auf jeden Fall. Ja, so alles in allem einfach mehr überzeugt hat. Aber ich muss sagen, ich fand wirklich, 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 dass Trino eine überstarke Runde rausgeballert hat. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn Trino jetzt weiterkommen würde. Es ist alles eng, also wenn ich mich festlegen müsste, dann wäre ich für Grinch, auch einfach, weil er routinierter rappt, weil es ein krasseres Gesamtkonzept ist, weil er einfach. Ja, mehr Künstler ist. Und bei Trino, der hatte schon geile Zeilen, aber da waren auch manchmal mir so ein paar Zeilen zu verhaspelt und so, tralala. Aber wie gesagt, es ist eng. Ja, es ist wirklich eng. Und jetzt möchte ich Wie-Vergleiche in den Kommentaren unten lesen. Eng wie? Na ja, was denn? Hä? Und ich will nicht Fotzenloch lesen, ja, weil Fotzenlöcher sind nicht eng, nachdem ich sie penetriert habe. Ich komme mir schon ein bisschen strange vor, hier so nackt zu sitzen. So. Und für alle, die denken, ich habe eine Boxershorts auf, zwingt mich bitte nicht, hier mal kurz aufzustehen, Freunde der Nacht. Ja. Also, So, jetzt legen wir aber wirklich los. Let's do it! Ach so, mal gucken, ob ich in der Analyse vorkomme. Das wäre dann das vierte Mal, aber ich glaube jetzt wirklich nicht so. Wir haben auch noch keine Leute geschrieben, so. Also, das letzte Mal, als ich da wieder vorkam, ist mein Handy explodiert und jetzt haben wir noch keine Leute geschrieben. Also ich glaube leider nicht. Aber das soll mal wenigstens einer schaffen, dreimal hintereinander bei Julians Blog in der Analyse vorzukommen. Wir sind im vorletzten Viertelfinale Drino gegen Grinchill. Grinchill hat zu spät eingereicht und bekommt deswegen einen Punkt abgezogen. Wow, er legt direkt los. Ja, das habe ich aber auch damals bei, ich weiß nicht, bei wem das jetzt genau war. War das bei dem letzten Timatic Battle, als er einen Punkt abgezogen bekommen hat? Irgendjemand hat doch einen Punkt abgezogen bekommen. Ich weiß nicht wer. Jedenfalls hat Krix auch zu spät die Runde gegen Kuchen abgegeben und hat keinen Punkt abgezogen bekommen, ja? Und weil ich Kuchen sein Vater bin und ihn überall und immer in Schutz nehme, muss ich das auch immer wieder erwähnen, dass mein Sohn da nicht gerecht behandelt wurde. Drino wurde extrem gehatet. Ist der Hate gerechtfertigt? Nein. Teilweise. Sein Hook verursacht. Nee, Alter, sein Hate, also der Hate ist auf keinen Fall gerechtfertigt. War Ohrenkrebs, aber ansonsten ist die Runde eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die Videos von beiden sind überdurchschnittlich gut. Ich bin gespannt, für wen er den Videopunkt gibt. Normalerweise ist Grinch Hill immer der unangefochtene Favorit, wenn es um Videos geht. So Videopunkt denkt jeder, safe Grinch Hill und so. Aber Trino hat wirklich, wirklich, wirklich auch da ein krasses Paket geliefert, Alter. Drino hat sogar ein echt brauchbares Grinchill-Double aufgetrieben. Fantastisch. Auch wenn er in seinem Video aussieht wie ein Heroin-Junkie, der sich am Bahnhof für den nächsten Schuss prostituiert. Kennt ihr das? Ich habe gerade gelacht und mir kam die halbe Rotze aus der Nase, Alter. Oh Mann, ich bin gut drauf, Alter. Das ist peinlich. Es gibt Momente und Videos, die nimmt man einfach auf, ja? Und die bereut man dann vielleicht auch eine halbe Stunde später wieder, ja? Wurde sich hier trotzdem richtig Mühe gegeben, mit Grinchill videotechnisch mitzuficken. Punkt für beide. Flow. Ja, Mann, finde ich gut. Punkt für beide, finde ich echt gut. Die Runde von Grinchill kann man sich sehr viel besser geben als die von Drino. Grinchill macht neben seinen diesmal vorhandenen Punchlines einfach gute Musik. Drino geht zwar mehr in die Fresse, aber ist an manchen Stellen etwas holprig. Grinch float viel flüssiger und bekommt den Flowpunkt.
gerechtfertigt und nachvollziehbar. Technisch sehe ich Grinchel leicht vorne. Am besten fand ich Wack MC auf Leckerli und Pedigree. Ja, Mann. Alter, ich kann mit Julians Analysen wirklich nicht mehr geben. So, ich schieb da echt immer komplexer, Alter. Wir haben vielleicht, sagen wir einfach mal, wir haben ähnliche Ansichten. Sagen wir mal, es ist Zufall, dass er jetzt schon die ersten zwei Sachen, die er erwähnt, dass es genau auch Sachen sind, die ich erwähnt habe. Aber wie gesagt, es sind einfach nur riesige Komplexe in meinem psychisch labilen Kopf. Punkt für Grinchill. Punchlines. Drino bringt direkt am Anfang ein schönes Wortspiel mit Gegnerbezug. Er meint, Grinchill wäre eine geschminkte Pussy wie Lion King-Statisten. Lion King-Statisten. Löwen sind Raubkatzen und Katzen bezeichnet man auch als Pussys. Wundervoll. Auch geil ist, wie er Grinchills Line Hast du mal Geschlechtsverkehr, damit Betonung auf schlecht auskontert mit Hast du mal Geschlechtsverkehr, damit Betonung auf gay. Auch sehr gut fand ich, wie er das völlig übertriebene Video von Grinchill aus der letzten Runde mit reinbringt, an dem gefühlt 634 Leute beteiligt gewesen sind. Er meint, der Arsch von Grinchill wäre wie sein Video, weil da eine Menge Manpower dahinter steht. Geile Zeile, aber dahinter steckt, hat Trino gesagt und nicht steht. Er hatte gesagt, eine Schön selbstironisch greift er auch den durch seine Video, weil da eine Menge Manpower dahinter steht. Ja, eine Menge Manpower dahinter steckt, hat er gesagt. Das, ja. Schön selbstironisch greift er auch den durch seine Frisur inspirierten Pudel-Contest auf. Das war auch richtig geil von Trino. Das habe ich auch echt gefeiert, diese Selbstironie und so. Ja. Du bist beschissen, hab ich den Pudel-Contest gewonnen oder warum gibt mir Julien ein bisschen zum Fick? Obwohl die Zeile echt scheiße geflowt war. So, hab ich den Pudel-Contest gewonnen oder warum gibt mir Julien ein bisschen zum Ficken? Insgesamt hapert es aber leider ein bisschen an der Punchline-Dichte. Besonders die Lines über Celine und ihr Herzleiden am Ende sind extrem unnötig. Das hat's alles schon irgendwie gegeben. Weniger wäre mehr gewesen. Grinchill hat sich von meiner kleinen Pudel-Contest-Story inspirieren lassen und bringt relativ viele Hunde-Lines, was gut. Was wäre, aber ich meine, Grinchill ist ja extrem krass auf dieses Hunde-Ding gegangen und er hat es auch echt sehr gut gemacht. Aber man meint so ein bisschen fast die krassesten und geilsten Punchlines und die auch am dichtesten aneinandergepaarten Punchlines sind die gegen Pudel und gegen Hunde und so. Was wäre jetzt, wenn Julien sich diesen kleinen Witz, Trino mit einem Pudel zu vergleichen, nicht rausgenommen hätte? Das erfahrt ihr Sonntag um 21:45 auf RTL 2 X-Faktor. Ist diese Geschichte wahr oder falsch? Gut funktioniert. Die Tracks von Trino sind nicht hörbar wie eine Hundepfeife. Ey, da haben auch Leute kommentiert, ne? Also dann habe ich vielleicht eine falsche Hundepfeife damals bei meinem Hund gehabt. Aber die Hundepfeife von meinem Hund, die habe ich gehört. Das gebe ich euch schriftlich. Das gebe ich euch schriftlich in die Kommentare, das schreibe ich, ja. Das werdet ihr sehen. Das schreibe ich in die Kommentare, dass ich die Hundepfeife von meinem Hund gehört habe. Ich lasse mich nämlich nicht von euch verarschen, Freunde. Jetzt lernt ihr mal den anderen Chigi kennen. Bastard. Ja, und da haben, genau, jedenfalls haben da viele so kommentiert von wegen, haha, Chigi hört eine Hundepfeife, haha, der ist ja dumm, und so Chigi Hundepfeifen kann man nicht hören, du Depp, das können nur Hunde hören, Grinch hebt das Niveau und Drino maximal das Bein. Beim Wort Hundesohn ist Drino der erste Google-Treffer. Eine Line ist gut, aber die gab's schon und zwar von mir. Im Track Banana Bank von 2013 rapp ich, dass Farid Bang kein Flow hat, sondern Flöhe. Okay, aber das kann er jetzt wirklich nicht von mir haben, weil das hat er ja selber gerappt. Also völlig übermenschliche Line, aber kommt mir etwas zu bekannt vor. Aber seine Leckerli-Line ist auch fabelhaft. Mit Drino, du lächerlicher Wack-MC. Der Schwänze kaut, als wären sie Leckerli von Pedigree. Aber die hat er doch schon davor schon erwähnt. Warum macht er das jetzt zweimal? 2:1 für Grinchill bei Punchlines. Grinchills Runde gab es aufgrund von der Verspätung nicht bei iTunes und so weiter, aber User-Voting geht trotzdem an ihn. Extra Punkt. Die Runde von Grinchill hat ein besseres Soundbild und ist insgesamt runder. Ich würde zwar echt gerne mal eine Runde sehen, wo ich 3 Punkte für Punchlines geben kann. Weder Drino noch Grinchill haben das geschafft, aber Grinchill hat sich Punchline-technisch extrem gesteigert und hat ein gelungenes Gesamtpaket. Extra Punkt für Grinchill. Damit ist... Ich finde, Trino hätte genauso einen Extrapunkt verdient gehabt. So. Er hat meiner Meinung nach eine deutliche Schippe an Audioqualität draufgelegt, er hat eine deutliche Schippe an Punchlines draufgelegt und er hat eine deutliche Schippe an Videos draufgelegt. Und eigentlich ist das, was viele sehen wollen im JBB und was auch Julien meiner Meinung nach sehen sollte und auch hätte belohnen sollen oder können. Ja? Ich hätte es auf jeden Fall belohnt. Das sind 3 Punkte, die meiner Meinung nach auffällig verbessert wurden. Und da jetzt keinen Punkt für zu geben, so, keine Ahnung. Ist Grinchill eine Runde weiter. Ach ja, für den nächsten Sonntag habe ich ein kleines Bonus-Battle arrangiert. Lasst euch überraschen. Aha!
Und jetzt kommt nicht mein Part? Bonus Battle. Da bin ich ja mal gespannt. Man könnte ja meinen, ich weiß, wer da gegeneinander battelt. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber auch schon. ja, krass. Ich hab's. Oh, ich wollte gerade sagen, ich hab's unter 10 Minuten geschafft. Stimmt aber gar nicht. Freunde, ich gehe jetzt baden, Alter. Ey, ich glaube wirklich, wie Badewanne läuft. Freunde, hat mich gefreut. Lasst eine Bewertung da. Abonniert meinen Channel. Wenn ihr mich eh jede Woche guckt, wird mich auf jeden Fall freuen. Ich meine, ich baller ja im Moment so übertrieben die Videos raus, ja. Übertrieben, ja. Also übertrieben. Overdrive. Und, gestern hat Bushido auf meine Analyse zu seinem neuen Track Mephisto reacted auf Twitch. Ich kam ein bisschen dumm bei weg. Für die Leute, die mir auf Instagram folgen, waren auf jeden Fall up to date, on the line, auf dem Laufenden wie Joggerschweiß. Und, muchos lobos, mi friendos, euer Chiqui Chicolo. Macht es gut, schönen Abend. Ich gehe baden und denke dabei an euch. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.